Herzlich willkommen beim Projekt Gründerkids. Wir beraten und begleiten Schülerfirmen in Sachsen-Anhalt. Im dritten Teil erkläre ich, wie das Kassenbuch digital ausgefüllt werden kann. Das Programm, was ich hierfür nutze, ist Excel. Ihr könnt aber auch andere Rechenprogramme ausprobieren, wie zum Beispiel EtherCalc. Das ist eine freie Software, die eigentlich genauso funktioniert wie Excel. Also da könnt ihr euch ausprobieren, womit ihr am besten arbeiten könnt. Ihr seht hier auch die Kassenzettel aus dem letzten Video. Die habe ich hier einfach nochmal mit reingenommen, damit ihr besser nachvollziehen könnt, wie ich die Eintragungen hier ins Kassenbuch mache. Die Quittung habe ich nicht nochmal extra reingenommen, damit es nicht zu unübersichtlich wird. Aber ich habe mir hier oben eine Notiz gemacht, dass die Quittung der Beleg Nummer 4 war, was ihr bekommen habt und an welchem Tag das war. Und auf der Seite seht ihr jetzt also das Kassenbuch. Das ist euch auch schon bekannt aus dem letzten Video. Wenn ihr dazu die Vorlage haben wollt, dann meldet euch gerne. Wir können euch das zusenden. Wenn ihr das dann ausdruckt, dann könnt ihr das handschriftlich bearbeiten. Aber ihr könnt es natürlich auch dann digital verwenden, so wie es jetzt in diesem Video gemacht wird. Wie ihr das jetzt eintragt, das zeige ich euch. Es ist im Prinzip ziemlich gleich zum handschriftlichen. Ihr seht, dass hier zum Anfang der Anfangsbestand auch eingetragen wird. Sehr auffällig ist jetzt natürlich, dass hier ganz viele Hunderter-Beträge stehen. Das liegt einfach daran, dass wir hier in den Zellen eine sogenannte Formel hinterlegt haben. Hier oben kann man sie auch nochmal sehen. Und die ist dafür gut, dass wenn wir Eintragungen in der Soll- oder Haben-Spalte machen, dass uns dann auf dieser rechten Spalte Saldo automatisch ausgerechnet wird, wie der aktuelle Kassenbestand ist. Wenn es euch interessiert, wie man so eine Excel-Liste anlegt und wie man die Zellen so formatiert, dass hier erkannt wird, dass ein Datum eingetragen wird, dass Excel erkennt, dass hier nur Text eingetragen wird, und wie man es hier macht, dass automatisch Euro-Beträge angegeben werden und auch die Berechnungen automatisch eingetragen werden, dann schaut euch unser Zusatzvideo an. Dort haben wir euch das alles erklärt. Die Eintragung erfolgt jetzt wie beim handschriftlichen. Ihr geht einfach eure Belege durch. Und zwar hattet ihr am 13.01. laut Beleg 1 Verbrauchsmaterial eingekauft. Für 28,59 Euro. Ihr hört das jetzt im Hintergrund auch immer klicken, weil ich das jetzt direkt über meine Tastatur eingebe. Und wenn ihr jetzt in eine andere Zelle klickt oder einmal die Enter-Taste betätigt, dann werdet ihr hier sehen, dass automatisch der neue Kassenbestand ausgerechnet wird. Es geht weiter mit Kassenbeleg Nummer 2 am 23.01. wurde ein Fachbuch für 18 Euro eingekauft und ihr seht, die Formel bewirkt, dass von diesen 71,41 Euro die 18 Euro abgezogen werden und auch hier wird dieser neue Kassenbestand automatisch ausgerechnet. So macht ihr es auch mit dem Beleg Nummer 3 am 26.01. wurden Lebensmittel eingekauft für 15,17 Euro und das ist der neue Kassenbestand. Jetzt kommen wir zu der Quittung. Am 30.01. habt ihr den Elternrat versorgt und ihr habt dafür 56,20 Euro bekommen. Wenn es jetzt so ist, dass ihr aus Versehen den Betrag in eine falsche Spalte eintragt, so wie hier, weil ihr habt ja eigentlich eine Einnahme gehabt und keine Ausgabe, dann macht ihr es einfach so, dass ihr den Betrag aus der falschen Spalte herauslöscht und anschließend in die richtige Spalte eintragt. Ihr macht es also nicht so wie beim Handschriftlichen, dass ihr hier irgendwas durchstreichen müsst virtuell, sondern einfach rauslöschen und neu eintragen. Jetzt seht ihr, dass hier noch viele Zeilen übrig sind. Es wurde in diesem Monat nichts mehr verkauft oder eingekauft. Das heißt, diese Zeilen sind überflüssig. Ihr könnt diese markieren. Achtung, die Zeile mit dem Endbestand, die muss vorhanden bleiben.
Ihr macht dann einfach einen Rechtsklick. Ihr seht es jetzt nicht in der Aufnahme, aber am PC werdet ihr dann sehen können, dass ihr Zellen löschen auswählen könnt. Das klickt ihr dann an. Und ihr seht, die Zeilen verschwinden und ihr habt dann sofort eure Endbestandszeile. Das Letzte, was ihr jetzt machen müsst, ist in diese letzte Zeile ein Ist-Gleichzeichen einzutragen und anschließend hier auf den aktuellen Kassenbestand zu klicken, dann einmal Enter drücken und der Endbestand wird automatisch übernommen. Ihr könnt den gerne auch nochmal fett markieren und damit ist euer Kassenbuch schon ausgefüllt. Das Letzte, was ihr jetzt macht, ist, dass ihr diese Vorlage ausdruckt und zusammen mit euren Kassenzettel in euren Ordner abheftet. Und das macht ihr jetzt jeden Monat immer gleich. Und diese 94, 44 wären jetzt der Anfangsbestand für euren neuen Monat. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr könnt es selber anwenden. Falls ihr Fragen habt, dann meldet euch einfach. Wir helfen euch da gerne weiter. Bis zum nächsten Mal.